Die Rhein-Hart-Bahn ist eine Schmalspur-Bahnstrecke in der Nähe von Mannheim und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog und Trip Report, in dem wir uns genau diese Bahnstrecke einmal anschauen. Wir starten in Mannheim, vorbei geht es am Hauptbahnhof und am Barockschloss von Mannheim, von dem man sagt, es ist von Versailles inspiriert, soll aber ein Fenster mehr haben als das Schloss von Versailles. Habe ich aber noch nicht nachgezählt, ob das wirklich stimmt, aber Reiseleiter erzählen sowas immer gerne als Geschichte. Dann geht es auf jeden Fall weiter durch Ludwigshafen, direkt durch das Zentrum in Richtung Hauptbahnhof. Besonderheit hier auch unterirdische Straßenbahnhaltestellen, also gerade im Bereich vom Hauptbahnhof fungiert hier die Straßenbahn auch als U-Bahn. Ja, dann ganz interessant, warum rede ich denn überhaupt von einer Straßenbahn, wenn ich am Anfang Schmalspurbahn erwähnt habe? Ganz einfach, denn die Schmalspurstrecke wird heutzutage von ganz normalen Straßenbahnfahrzeugen bedient, die im Stadtgebiet von Mannheim starten und dann über die Rhein-Hart-Bahn bis nach Bad Dürkheim fahren. Das ohne Umsteigen, also eine Überlandstraßenbahn. Gibt ein paar Besonderheiten, zum Beispiel eben, was man vorhin gesehen hat. Ganz hinten am Platz gibt es sogar Tische in der Straßenbahn, also das sieht man sonst wohl auch recht selten, aber man sieht hier auch an der Streckenführung, das ist wirklich eine Überlandbahn und keine klassische Straßenbahnlinie mehr. Es kommen aber bis auf die leichten Unterschiede in der Ausstattung die gleichen Fahrzeuge wie in der normalen Straßenbahn von Mannheim zum Einsatz. Ja. Der Name der Bahn, woher kommt das, was bedeutet das? Also Rhein-Hart-Bahn, das hat nichts mit dem Vornamen Reinhard zu tun, sondern steht für den Rhein, also den Fluss, und die Hart, das ist die Vorgebiete des Pfälzerwaldes. Man sieht hier jetzt an der Stelle auch sehr schön, das geht teilweise sehr eng durch das Ortsgebiet von kleineren Dörfern, die dann somit auch einen Straßenbahnanschluss haben, sogar direkt bis eben Ludwigshafen und Mannheim hinein. Also für diese Gemeinden ist das natürlich toll, wo sie im ländlichen Raum wohnen, nicht mal umsteigen, wenn sie ins direkte Zentrum von Mannheim möchten. Ja, streckenweise ist die Strecke hier auch eingleisig. Hier sieht man das Betriebsgebäude von der ehemaligen Rhein-Hart-Bahn, als es noch eine eigene Bahnlinie war, bevor sie dann in die Straßenbahn Mannheim integriert wurde. Und hier seht ihr jetzt auch schon das Gradierwerk und den Kurpark von Bad Dürkheim. Und kurz darauf erreicht man mit dem Bahnhof von Bad Dürkheim auch die Endhaltestelle der Rhein-Hart-Bahn. Warum lohnt es sich damit zu fahren? Naja, es ist auf jeden Fall eine bequeme Möglichkeit, direkt von Mannheim nach Bad Dürkheim zu kommen. Und wie ihr hier sehen könnt, Bad Dürkheim ist auch wirklich eine sehr schöne Ortschaft. Also man hat hier natürlich den Kurpark, den man sehr, sehr schön laufen kann, das Gradierwerk. Dann auch eine berühmte Besonderheit von Bad Dürkheim ist das Bad Dürkheimer Weinfass. Das Riesenfass mit einem gewaltigen Inhalt von 1,7 Millionen Liter. Aber es wurde niemals mit Wein befüllt. Es ist auch kein richtiges Weinfass, denn da drin befindet sich eigentlich ein Restaurant. Ja, also wie gesagt, Bad Dürkheim ist einfach ein schöner Ort, den sich mal zu besuchen lohnt. Und dafür bietet sich die Rhein-Hart-Bahn dann besonders an. Ja, das war schon mein kurzes Video über diese Rhein-Hart-Bahn. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr, von wem die Musik stammt, wann das nächste Video kommt. Ich würde mich über Likes, Kommentare, Abos oder einen geteilten Link sehr freuen. Und wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder.